Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Secrets of Grindea. Wir sind hier immer noch in dem komischen Wald, der verflucht ist, und wir suchen eine Person, die uns eventuell mit dem Fluch helfen kann. Und ich dachte mir, wer könnte das wohl sein? Vielleicht die Hexe? Oh, du bist verflucht, Süße? Oh je. Hier zu leben macht mich allerdings ein, zwei Sachen über Flüche gelehrt. Ein Fluch, der dich davon abhält, durch den Wald zu gehen, das liegt selbst außerhalb meiner Braukünste. Es gibt allerdings ein paar seltsame Kerle, die im östlichen Teil der Wälder herumhängen. Die sind dort schon so lange, wie ich mich erinnern kann. Vielleicht kann ich ja dort jemand helfen. Ah ja, okay. Kann mir also nicht helfen, die Frau. Schade, schade, Schokolade. Ja, zumindest können wir somit die Quest fortsetzen. Okay, die Leute im Osten. Was ist denn hier? Ah, okay. Ja, die Demokratie hier. Kann sie mal verpissen. Tschüss. Einfach mal straight dran vorbeigerannt. Die im Osten, das sind. Die nehme ich aber hier einmal mit. Fuck. Alter. Ja, eigentlich wollte ich ja. Ups. Wollte ich ja schon den machen. So. Dann so einen Schattenbubi wollte ich noch holen. Because of double damage. Au. Ups. Ja, ist eine gute Idee, den zu trinken. Hä? Ich hab den Onkel gerade deaktiviert. Man sieht ja doch wie. Oh, Kack. Das ist doch Pfeileverschwendung. Gib mir Exoplasma, keine Laterne, Junge. Ich pass mal, wir gehen jetzt hier weiter. Das ist mal eine doofe Scheiß. Kackblume, Alter. Nervig als Fuck sind die. Ich glaube, ich zieh dir hin. Na, sieh einen an. Du bist verflucht und kannst den Wald nicht durchqueren. Ein mildes Schicksal entgegen, aber ich sprich mit dem Priester von Grindea im Südwesten. Vielleicht kann er helfen, ob er allerdings will. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, tut mir leid, ich bin nicht gut im Flüchen. Hast du versucht, mit dem Priester am Friedhof zu sprechen? Karte, Karte, Karte. Haben wir eine Karte? Südliche. Keine Ahnung, Alter. Ah, können wir uns direkt hier von teleportieren? Ja, geil. Oh, sogar mit dem Portal, Alter, ist cool. Hallo. Hier, Mann, nach Westen. Ah, Schweine, Hasen. Schnitter. Oh. Nett. Insta-Kill. Hä? Ach, du dummes Schwein. Hier ist eine Farm. Hallo, Mr. Harvest Moon. Howdy, Junior. Mein Name ist Clint Westwood. Ich wurde angeheuert, auf der Farmer Eisfelder zu arbeiten. Ihr braucht einen echten Mann, diese Felder zu pflügen, das kann ich dir sagen. Aber davon hast du natürlich kaum blassen Dunst. Ja. Allerdings ist das Wetter in der letzten Zeit wirklich seltsam. Sollte eigentlich immer der Sommer sein, aber es hat schon kalt wie Herbst, Alter. Guten Tag. Hallo. Ich sehe, bist du ein Sammler. Oh Mann, ich bin so neidisch. Ich werde dazu gezwungen, mich den ganzen Tag um die Hühner zu kümmern. Und eines von ihnen scheint sich verlaufen zu haben. Kannst du es bitte für mich finden? Ich kann ja nicht verschwinden, sonst verhungern die Hühner. Ah, alles klar. No problemo. Irgendwo ist also ein Huhn verschwunden. Bist du das verschwundene Huhn? Kann ich die aufheben? Nein. Gesundheit. Krugscherbe, Apfel. Windows-Update, Einstellungen ändern. Warum sollte ich das tun, Mann? Ich habe ein Windows-Update da. Was ich nicht von alleine installieren möchte. Aber bei mir ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, warum.
So, dann gucken wir doch mal hier rein. Guten Tag, der werte Herr. Was können Sie mir denn hier überlegen? Hey, Junge. Du meinst, ich sehe bedrückt aus? Naja, du könntest recht haben. Nein, du siehst ehrlich gesagt einfach merkwürdig aus mit der Frisur und mit den krassen Augenbrauen. Junge. Ich habe gerade eine Weide für den Bauernhof eingerichtet. Aber wozu soll das gut sein, wenn ich dort keine Tiere aufhalten? Vielleicht kannst du das ändern. Ich sag dir was, ich gebe dir einen Ködergegenstand, mit dem du ein Hasi-Haustier fangen kannst. Wenn du diese goldene Karotte hier neben einen Hasi verwendest, wirst du ihn zu dir locken. Wenn es nah genug ist, musst du es davon überzeugen, dass du ein würdiger Meister bist. Das schaffst du, indem du das Richtige zur richtigen Zeit tust. Du wirst schon sehen, was ich meine. Und ab mit dir. Okay. Equip Item. Karotte. Da und dann da, okay. Gut, dann probieren wir direkt mal aus mit dem Horsi. Ist aber ein Depp, Alter. Du hast keine Tiere und richtest trotzdem eine Weide ein, Alter. Was ist verkehrt mit dir? Dann musst du zu jemand anderem gehen. Oh, da ist ein Horsi. Hallo. Hey. Okay, okay. Mhm, interessant, interessant. Okay, you called a pet. Okay, das ist sehr deutsch. Du hast ein Haustier gefangen. Bring it on now. If you choose yes, your current pet will be sent to farm instead. Yes. Yeah. Hallo, guck mal, ich habe einen Hasen. Oh, du hast den Hasi gefangen, wie ich sehe. Ich sehe schon, du bist kein Stadtwaschlappen. Dann lass uns diesmal etwas Schwierigeres angehen. Nimm diesen saftigen Apfel, mit dem sollte es dir möglich sein, einen Schleim zu fangen. Das ist ein ziemlich aalglatter Haufen. Okay. Das ist cool. Equip Item, saftige Äpfel. Pack, 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 pack. Gut. Schleimsen sind die aber nicht. Moment. Wir können es doch teleporten. Wupp, 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 wupp. Da. Ah, okay. Da können wir uns nicht hin teleporten. Okay. Zackig, zackig. Evergreen City. La, 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 la. Hier ist die Bibliothek da oben. Mhm. Ein saftiger Apfel. So, wollen wir noch mal ausprobieren, was hier unser Hasi kann. Gar nichts. Es ist einfach da. Well. Zippidu. Hier müsste jetzt irgendwo ein Schleim rumhängen, nehme ich mal an. Ein Schleim frisst also Äpfel. Das wusste ich noch nicht. Macht ja Sinn, ne? So ein Schleim vielleicht auch mal was, ne? So. Unser scheiß Hase, scheiß Bienen, Alter. Da ist ein Schleim. Da, 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 unten. Ja, komm mit, Mann. Yeah, wir haben einen Petschleim. So. Ja, 5 Honig gefunden. Nice. Ist der Schattendude, der ist schon nice eigentlich, ne? Den wir hier so als Skill haben, der macht schon. Der hilft uns ordentlich mit dem, aber der macht halt, dass wir weniger Energie haben. So, warte mal. Teleporten? Ach, die, die grün sind, da kann man sich hin teleporten, okay. Ah, ich verstehe. Ding, ding. Nein, 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 nein. Ich würde gerne noch ein bisschen schneller laufen können.
so. Monsieur Farm Man. Alter. Ich glaube, der ist allergisch gegen irgendwas. Hi. Dann hast du schon angefangen. Ich sehe schon, du bist ein Tierfreund. Lass mich dir etwas über die Tiernahrung und Ernährung erzählen. Gezähmte Tiere sind nicht für den Kampf gedacht, denn falls sie aggressiv werden sollten, verwandeln sie sich zurück in Monster. Ja, okay, das macht Sinn. Es ist trotzdem toll, in einem Kampf Tiere um sich zu haben, denn sie geben einen Moralschub und alle möglichen Boni. Je nachdem, womit du ein Tier fütterst, wird es auf dich verschiedene Arten inspirieren und dich stärker machen. Du kannst dein Tier mit allem möglichen Zeug füttern. Aber wenn dir das Essen mal ausgeht, rede wieder mit mir und ich verkaufe dir was. Um dein Tier zu füttern, öffne das Menü und wähle das Tiersymbol des Charakterreiters aus. Dort kannst du das Aussehen verändern, Namen ändern und dein Tier füttern. Okay. Tiermenü. Füttern, Namen ändern. Okay. Das ist mein Poco-Puschel. Nein! Oh komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie sind nur 10 Buchstaben? Das ist blöd. Okay, dann ist es halt einfach. Blob. Okay. Tierstyle. Oh. Machen wir den mal rot und füttern ihn. Erhöht die maximale Gesundheit um 2% pro Level. Das ist klar, los, friss Äpfel. Dafür sind die da. Niceigkeit. Energy, okay. Erhöht deine Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit um 2 pro Level. Cool. Ja, friss alles. Ausblenden, Tier wechseln. Okay, nice. Also damit können wir uns auch noch ein bisschen buffen mit unserem coolen kleinen Tierchen. Das ist cool. Das finde ich wirklich cool. Gesundheit. Komm. Ich mal hier unser Schattenblutes entfernen. Okay, also damit so angreifen sollten wir ihn immer noch nicht. Zack. Wir wollten uns doch noch ein bisschen was Neues equippen, ne? Das sollten wir vielleicht erstmal tun, bevor wir uns wieder auf die Weiterreise nach Westen begeben, in den Friedhof. Da unten ist der Rüstmeister. Hallo. Oh, ich liebe schnell Waffen schon machen. Du verkaufst die Sachen halt. Kaufen. Vielleicht auch mal doch das hier ausprobieren, weil die haben ja auch weitere Reichweite. Eins kaufen. So, Schild. Das war noch nicht. Oh. Waffen, Equippen. Breitschwert. Das andere, das Billigschwert, das werde ich direkt wieder verklingeln. Oh, jetzt fehlt jetzt noch ein bisschen was an Geld, ne? Komm, wir verkaufen den Schrot, scheiß drauf. Kaufen. Rüstung. Kettenrüstung, Junge. Ja, damit. Ausrüsten. Ne, es wurde direkt ausgerüstet. Nice, Alter. Jetzt sind wir zwar wieder blank. Blanko Blankovic. Aber no problem. Weil das ist tatsächlich deutlich größer. Und der Angriff deutlich langsamer. Naja. Ah, bin ich ein Depp? Okay, aber der Damage, der haut halt richtig raus, ne? Yeah, Mann, ein robustes Fell. Nicht getroffen, ey. Eiskalt daneben geschossen. Oh. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo es den Hühnerfluch geben könnte. Ah,
guck mal. Was? Sieht so aus, als ob wir jetzt gerade richtig lospimmeln wollen, Alter. Okay, pass mal auf Equipping. Lass uns das mal so machen. Ne? Moven nach da. Ja. Dann kann ich nämlich so tun. Aber das geht mir einfach von der Hand. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. Okay, ich denke, im Westen ist der ja Friedhof, Alter. Ach, oder meint der den Friedhof innerhalb von dem... Ach. Ich glaube, das ist gemeint. Das hier im... Im Westen von dem Wald vielleicht ein Friedhof ist. Tag. Nicht ausweichen. Level up. Hey, kann man hier weitergehen? Ist hier ein Friedhof? Ist doch kein Friedhof hier. Okay, okay. Da kommen wir nicht hoch. Boy. Das wäre die doofe Kackblume, Alter. Die kriegen wir so richtig wieder auf die, aufs Nüsschen, sage ich jetzt mal. So, warte mal. Ach, der Effekt hier links und rechts am Rand ist verursacht durch den Wald einfach. Okay. Das ist auch kein Friedhof hier. Jetzt wirst du weggeschnittert, Junge. Schön einen wegtrinken. Was? Ein Fluch, der dich zum Eingang des Waldes teleportiert? Das ist kein Fluch, das ist ein Segen. Sieh mich an, Junge. So sieht ein Fluch aus. Lass mich einfach mit meinem Elend allein und hör auf, mich zu belästigen. Oh. Ich dachte jetzt, er kann es helfen oder so vielleicht. Ich hatte kurz Hoffnung. Tschüss. Ist blöd. Tschüss, zurück zum Anfang. Versteh's nicht. Wo ist denn der denn der Friedhof? Jetzt mal hier lang. Ey, du dummes Schwein, haben sie das Gehirn geschissen, Junge. Wenn ich mit meinem Schwert komme. Rein. Luden. Warum ist hier so wenig in den Dingern drin? Das ist schade. Was, Junge? Geiler Apfel. Ups. Ah. Nee, das möchte ich nicht haben. Das Item ist bestimmt super nett. Warum kann ich nicht den Skill benutzen? 1H? Ach, das sind einhändige Skills. Das heißt, ich muss jetzt zweihändige Skills leveln. Ah, stimmt. Heroischer Schlag, Wirbelschnitt, Titanenwurf, Schmetterschlag, Berserkerhaltung.
Ja, stark auf die Kampfhaltung ein. Du solltest dir mehr Informationen durchlesen. Okay, scheiße, what the fuck. Schick deinen Feind einen Schmetterball entgegen oder schmettere sie einfach direkt davon. Wirf deine Waffe und hol sie mit einem Tastendruck zurück oder sammeln für einen Bonusangriff. Nein. LOL. Das ist doch so eine God of War-Anmerkung, ey. Wirbelschnitt. Wirbel deine Klinge schneller um dich selbst und verletze deine Gegner. Nahe Gegner. Ja, gefällt mir. Springe eine kurze Distanz und schmettere deine Waffe auf den Boden. Füg getroffenen Gegner Schaden zu. Na, das machen wir doch. Den nehme ich. Upgrading. Jetzt müssen wir den noch irgendwie equippen. Na? Removen wir den erstmal, den wir nicht verwenden können. Und den moven wir nach dort. Direkt ausprobiert, Alter. Na, siehst du, das macht doch Schaden, Junge. Zack, Mann. Gefällt mir, drückt. Wo ist jetzt der Friedhof, Alter? Bin ich zu dumm? Okay, lass uns doch mal hier in die Stadt gehen. Vielleicht ist der Friedhof hier da oben. Lass noch Oma, die füttert Vögel. Hier noch was von uns. Hallo. Oh je, euch sortigen Jünglinge dabei zu beobachten, wie ihr durch die Stadt rennt, erfüllt mich solche schönen Erinnerungen. Ich bin, als ich in eurem Alter war, lebte ich dort mit meiner Tante, weißt du? Sag, kennst du Joe? Er und ich waren einst enge Freunde, aber nachdem ich in eine große Stadt zog, lebten wir uns auseinander. Ich frage mich, ob sie das nach all den Jahren noch an mich erinnert. Ich hasse es, dir solche Umstände zu machen, aber falls du mit ihm sprichst, könntest du ihm wieder eine herzliche Grüße geben? Natürlich. Nichts davon gemerkt, außer dass wir irgendjemanden einsprechen sollen, der irgendwo ist. Ist noch jemand gewesen, mit dem wir sprechen können? Guten Tag. Oh. Wie hast du mich gefunden? Bitte erzähl Edward nicht, dass ich hier bin. Er gab mir neulich einen Ring und ich habe ihn verloren. Warte eine Minute. Du bist ein Sammler, nicht wahr? Könntest du mir helfen? Wir waren oben in den Tafelbergen bei der einer Verabredung, als er mir den Ring gab. Wenn du dorthin gehst, könntest du nach ihm sehen. Ich werde dich dafür natürlich belohnen. Okay. Lol. Ja gut, also wir suchen immer noch diesen doofen Friedhof. Und keine Ahnung, wo er sein könnte. Deswegen würde ich sagen, schau vielleicht mal nach, wo der Friedhof ist. Das bringt dir nichts, wenn ich jetzt hier noch 1000 Folgen lang nach dem blöden Friedhof suche oder so. Und sag dann mal, wir sehen uns in der nächsten Folge Secrets of Mirindea. Freut mich, dass ihr übrigens wieder eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen da, um mir zu zeigen, dass ihr das mögt sozusagen, dass ich weitermachen soll. Daran erkenne ich das am allerbesten. Und schreibt vielleicht auch mal was in die Kommentare oder so. Tipps bin ich gerade sehr, sehr offen, gerade mit dem Friedhof, ne? Ja. Und damit macht's gut, bis dahin und tschaußen.